Hallo zusammen, Thomas hier und heute der Raw Flash mal von einem etwas ungewöhnlicheren Ort. Ich bin jetzt eine ganze Reihe von Stunden im Auto unterwegs und die nächsten Tage sind so vollgepackt, da werde ich nicht viel Zeit haben, also nutze ich mal die lange Autofahrt für den Raw Flash in dieser Woche. Das ist wahrscheinlich heute mehr ein Podcast mit visueller Unterstützung, denn die Lichtverhältnisse hier im Auto sind relativ schwierig. Ihr könnt das sehen und was ich hier sehe in meinem Display, ich bin komplett im Schatten und der Rest ist in der knallenden Sonne. Also ich werde versuchen, das nachher ein bisschen auszugleichen, aber es wird sicherlich nicht die allerbeste Bildqualität. Also es geht aber auch heute sicherlich mehr ums gesprochene Wort. Und bei dem Thema, um das es heute geht, musste ich bei dem, was ich da gelesen habe, auch erst dreimal ganz genau nachlesen. Denn es geht um eine Nachricht des japanischen Nachrichtenmagazins, Online-Nachrichtenmagazins Diamond Online. Und die haben schon vor einigen Tagen einen Bericht auf ihrer Webseite und da geht es darum, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Panasonic sich von einigen seiner defizitären, wenig gut laufenden Sparten, Geschäftsbereiche trennen wird. Und das soll einmal sein der Bereich der TV-Produktion. Da hat man offensichtlich sogar schon einen Käufer gefunden, an den das übergehen wird. Und die beiden anderen Sparten, denen es auch nicht gerade blendend geht, sind einmal der Bereich Haushaltsgeräte und die Kamerasparte. Und genau darum geht es heute. Natürlich ist das jetzt noch nicht von vielen Quellen bestätigt, aber ich sage mal, wenn wir uns die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Kameramarkt angucken und auch wie sich Panasonic da momentan aufstellt, ist es leider zumindest nicht sehr unwahrscheinlich, dass genau das eintreten wird, was bei Diamond Online berichtet wird, denn es wird wohl so sein, dass im Oktober sich Panasonic grundlegend umstrukturieren wird und im Zuge einer Umstrukturierung, oder man macht auch Umstrukturierung, um sich auch von Bereichen zu trennen, wenn es denn sein muss, die wirtschaftlich nicht gut laufen. Und ohne Zweifel gehört die Kamerasparte nicht nur bei Panasonic zu den Sparten, die sicherlich Probleme haben, unter anderem natürlich auch nochmal befeuert in der Extremität durch die Corona-Krise. Und es gibt durchaus einige Faktoren, wenn man da das eine und andere zusammenzählt, die durchaus dafür sprechen können, dass sich Panasonic aus guten Gründen von seiner Kamerasparte trennen wird. Da noch ein ergänzender Hinweis, weil mir das hin und wieder in Kommentaren vorgeworfen wird. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendjemanden totzureden. Ganz im Gegenteil. Ich bin um jeden Player in dem Kameramarkt oder es tut mir um jeden Player im Kameramarkt leid, der sich vom Kameramarkt verabschieden muss. Alleine weil Konkurrenz das Geschäft belebt. Je mehr Unternehmen es gibt, die sich in dem Markt bewegen können und Produkte anbieten, umso agiler und umso interessanter ist der Kameramarkt. Also mir geht es überhaupt nicht darum, Panasonic und die Kamerasparte totzureden. Ganz im Gegenteil, mir gefallen die Produkte sehr gut. Ich habe selber welche. Kommen wir aber zu den wirtschaftlichen Zahlen. Wir haben zum einen, das ist sicherlich allgemein bekannt, eine relativ schlechte Entwicklung in der Kamera, im gesamten Kameramarkt, der seit vielen, vielen Jahren rückläufig ist und durch die Corona-Krise im letzten Jahr nochmal erheblich eingebrochen ist. Alle Unternehmen haben da erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Aufgrund der dauerhaft rückläufigen Entwicklung des Kameramarktes wird der Kameramarkt als solcher immer mehr zu einem Nischenmarkt. Und Panasonic bildet eigentlich in diesem Nischenmarkt, Kameramarkt, nochmal eine separate eigene Nische. Einmal mit dem MFT-Format, das sicherlich ein ganz tolles Format ist und mit dem auch sehr viel möglich war, zumindest in der Vergangenheit. Aber es ist ein relativ kleiner Markt, den man da bedienen kann. Gemeinsam mit Olympus, die sich ja so bekanntermaßen auch verabschiedet haben. Und was da jetzt von dem Nachfolger noch kommt, eigentlich ist die angekündigte tolle neue Olympus-Kamera schon längst überfällig, die gibt es noch nicht, werden wir sehen. Und das Zweite, Panasonic ist sehr spät in den Vollformatmarkt eingestiegen und hat es bisher auch nicht geschafft, da sehr große Marktanteile für sich nutzbar oder möglich zu machen. Also nach meinem Kenntnisstand hat Panasonic momentan einen Marktanteil von gut 4% mit seinen Lumix-Kameras und das sind sowohl die MFT-Kameras als auch die Vollformat-Kameras. Ich habe keine Ahnung, welcher von den beiden den größeren Anteil hat, aber in Summe ist das sehr wenig. Und je kleiner der Markt ist oder der Marktanteil, den man im Markt hat, umso schwieriger wird es natürlich, damit dann auch dauerhaft lukratives Geschäft zu generieren. Und was mich eigentlich an der ganzen Sache
oder was mich sehr stark angeregt hat, war, was passiert denn jetzt wirklich, sollte es so kommen, wenn Panasonic vom Markt verschwindet? Für wen ist das denn von den übrig bleibenden Playern, Sony, Canon, Nikon, die dann auch im spiegellosen Segment unterwegs sind, Fuji, für wen kann das denn von Vorteil sein? Wer kann denn einen Nutzen daraus ziehen, wenn Panasonic wirklich seine Kamerasparte verkaufen wird? Das ist dann auch die Frage, an wen verkaufen sie denn die Kamerasparte? Machen sie es, wie Olympus das gemacht hat, dass sie das komplett outsourcen in ein ganz, ganz neues, ein neues Unternehmen? Oder wird einer der bekannten größeren Player im Kameramarkt möglicherweise die Panasonic-Kamerasparte aufkaufen? Und ich habe mich gefragt, wer hätte den größten Nutzen? Und rein technisch hätte den größten Nutzen Nikon. Wenn Nikon Panasonic kaufen würde, hätte Nikon mit einem Schlag alle Probleme, die sie momentan haben, gelöst. Nikon macht bekanntermaßen unverändert mit die besten Fotokameras. Aber sie werden seit Jahren ihren eigenen Anspruch nicht gerecht, auch hervorragende Videokameras mit ihren Fotokameras zu verkaufen, am Markt anzubieten. Also Hybridkameras. Da laufen sie dem Markt, nehmen wir mal noch ein bisschen Licht weg, dann laufen sie dem Markt unverändert hinterher und haben wirklich große Schwierigkeiten. Und wenn sie die Panasonic-Technologie aufkaufen würden, hätten sie alle Probleme gelöst, denn Panasonic ist, was Video angeht, bei Hybridkameras ganz weit vorne. Waren sie schon mit der GH4, sind sie unverändert mit der GH5. Ob es die GH6 dann noch geben wird, ist mal eine ganz andere Frage. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Vollformatkameras, die Panasonic herstellt. Da hat man natürlich das Know-how, das man zum Thema Video hatte und hat, für die Vollformatkameras nutzbar gemacht. Nicht umsonst sind einige der Panasonic-Hybridkameras bei Netflix als Videokameras zugelassen. Als einzige der Kleinbildformatkameras. Wenn ich jetzt mal das MFT-Format als Kleinbildformat mitrechne. Damit hätte also Nikon alle seine Videoprobleme gelöst. Auf der anderen Seite kann es natürlich interessant sein für Sony und für Canon, wenn man die Nikon-Sparte aufkauft und die Technik, die man brauchen kann, verwendet, aber dann den Rest der Marke verschwinden lässt. Also quasi aufkauft, um sie vom Markt verschwinden zu lassen. Ob das bei Sony, bei Canon oder für Sony oder für Canon interessant ist, weiß ich nicht. Solche Entwicklungen hat es bisher im Kameramarkt noch nicht gegeben, dass man ganz bewusst einen Mitkonkurrenten, einen Mitbewerber wegkauft oder aufkauft, um ihn dann wirklich komplett verschwinden zu lassen und sich damit der Konkurrenz zu entledigen. Also für Nikon auf jeden Fall wäre technologisch der Kauf der Kamerasparte von Panasonic der größte Deal, den die nach meiner Einschätzung momentan machen können. Gibt es natürlich noch das Problem mit dem Leica-Bajonett, denn die Vollformatkameras, um die es sicherlich Nikon gehen würde, haben kein Nikon-Bajonett. Sie haben das Leica L-Bajonett. Natürlich lassen sich die Kameras entsprechend umrüsten, das wäre sicherlich kein Problem. Man muss ja im Prinzip nur die Technik nehmen und sie in die Nikon-Kameras einbauen. Insofern bleibt aber auch noch Leica, die grundsätzlich auch Interesse haben könnten, denn die sind ja nur im Thema Video noch ganz weit hinten dran. Eigentlich ist das ein Markt, den sie gar nicht bedient haben bisher und vordergründig auch bisher nicht bedienen wollten. Wäre die Frage, ob sie das tun wollen, das weiß ich nicht. Also sollte es wirklich so kommen, nicht, dass ich es mir wünsche, sollte es wirklich so kommen, dass Panasonic seine Kameramarke verkauft und zumindest sind die Anzeichen, die darauf hindeuten, lassen annehmen, dass das Ganze nicht unwahrscheinlich ist, fände ich es mega spannend, was mit der Kamerasparte von Panasonic passiert. Wie die sich entwickelt, beziehungsweise bei wem sie sich entwickelt.